Hallo, wir sind zurück bei Zelda 2, Adventure of Link. Und ich möchte jetzt erstmal woanders hingehen, bevor wir wieder in den Tempel gehen. Denn mir ist aufgefallen... Oh, ich muss mal kurz... Moment. So. Ah! Mein Mikrofon war nicht richtig. Ich musste das mal etwas näher an mich heranziehen. Ah! Das Drecksding. Okay, wir gehen nämlich jetzt erstmal hier runter. Und werden angegriffen von Blubberblasen. Der gefährlichste Gegner des Menschen, Blubberblasen. Bitte gehen Sie nicht baden. Ah, Mann. Okay, sie haben mich. Naja, gut. Man kann hier auch durchkommen, ohne von den Dingern angeblubbt zu werden. So, und dann kommen wir nämlich hier unten in so ein hübsches Waldstück. Da ich nämlich eine Map habe, die man, wenn man möchte, auch benutzt. Also eigentlich müsste ich den ja töten. Komm schon. Arg! Ich will nämlich die Punkte. 20. Na gut, das könnte besser sein. Ja, weil es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sich das holt. So, jetzt müssen wir natürlich durch die Blubberblasen wieder zurück. So. Das wird. Wir müssen einfach nur schnell sein. Dann laufen wir denen quasi davon. Mehr oder weniger. So, super. Seht ihr, es geht so. Man kommt da durch, ohne überhaupt verletzt zu werden. Und dann haben wir jetzt ein Herzcontainer mehr. Und ich hoffe, dass uns das jetzt dann so ein bisschen weiterhelfen wird. Ich musste auch leider feststellen, ich muss mal meine Rosinen beiseite packen. So. Ja, ich esse ab und zu mal Rosinen. Ich weiß auch nicht warum. So, wir werden jetzt mal den anderen Weg gehen. Nicht den, wir eben gegangen sind. Weil uns fehlt ja ein Schlüssel. Und ich glaube nämlich, dass wir in diesem Spiel von Gegnern gar keine Schlüssel kriegen. Aber ich weiß es nicht. Deswegen, upa. Werden wir uns mal hier durch diese Ratten prügeln. Und mal dann woanders hergehen. Okay, immer schön Vorsicht. Autschi! Er kriegt mich ja doch. Unfassbar, wenn der mich jetzt killt hier, ey. Ah, er kriegt kalte Kotzen. Naja, gut, okay. Muss man durch. So, jetzt gehen wir mal nicht hier runter, sondern... Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Ich weiß nicht. Ah! Oh! Kotz, kotz, wirkt. Naja, gut, okay. Nicht aufregen. Ganz ruhig bleiben. Alles ist gut, alles ist gut. Niemand wird getötet werden müssen. Nein. So, das ist doch schon besser. So, jetzt gehen wir nämlich mal hier weiter. Okay. Weil mir nämlich auch aufgefallen ist, dass es nicht nur Gegner gibt, die einem... ich hasse dich. Ich hasse dich. So, machen wir es jetzt mal so. Die einem Lebenspunkte abziehen, sondern es gibt natürlich auch Gegner, die einem Erfahrungspunkte abziehen. So, da gehen wir gleich hin. Jetzt gehen wir mal erstmal hier hoch, weil ich glaube, laut meiner Karte ist nämlich hier oben ein Schlüssel. Und das wäre mir nämlich ganz recht, wenn wir den mal zuerst hätten. So, das ging ganz gut. Da ist er. Achso. Aufheben wäre nicht schlecht. Es wäre natürlich einfacher, wenn man halt einfach drüber laufen müsste. So, Moment, jetzt setzen wir mal Magie ein und heben die wieder auf. Und jetzt haben wir unser Schild aktiviert. Schild aktiviert, sodass uns niemand angreifen kann. Also, können sie schon. Wir haben noch so einen Kerl. Okay, man muss passen. Es hätte klappen können. Hallo? Jetzt. Wenn wir jetzt hier stehen bleiben, könnten wir... Ah, cool. So, jetzt haben wir sogar zwei... Oh, Level Up! Klar will ich ein Lebens-Dingsbums. Ah. Geht's einem doch direkt... Oh! Dann setzen wir direkt... Ah, ne, Zauber können wir nicht mehr einsetzen. Also die blauen und die roten Flaschen sind nicht wie damals im ersten Zelda-Teil, wie für die... Lebensenergie zuständig, sondern heilen unsere Magie.
Wasser. Der hüpft uns davon. Hallo, ich wollte dich töten. Wartest du bitte? Ah, Double Hit. Oh Gott, Zelda, Link, Zelda. Der erste Anfängerfehler, den man machen könnte, ist hier Zelda zu sagen. So, okay, jetzt. So, jetzt gehen wir nämlich dahin, wo wir eben waren. Warum kommt dieses Ding immer hinter mir her? Ja gut, okay, es ist wahrscheinlich der Job eines Wächters. Typischer Anfängerfehler, Link als Zelda zu bezeichnen, ist halt typisch für den deutschen Sprachraum, weil bei uns hier nicht klar ist, dass Zelda eigentlich ein Frauenname ist. Wir einfach denken, Zelda ist nur das Spiel. Dabei ist Zelda ein ganz stinknormaler Frauenname. Wer Sabrina, die Hexe da, geguckt hat, die hatte nämlich eine Tante Zelda und eine... Ah! Boah, das war fies. Und eine Tante Hilda. Hallo? Ach, jetzt kann ich ja das auch nicht mehr machen. Boah, was für Arschgesichter. Alter Schwede, sind die gemein. Komm. Na komm. Komm, Feini, komm, komm. Mein Kater reagiert da drauf. Okay, auf geht's. Ich meine, wir müssten hier eigentlich nicht hüpfen, aber irgendwie lädt das dazu ein. So, Moment, und jeep. So, jetzt könnt ihr. Ich bin zu weit weg. Okay, ich will die töten. Die respawnen eh, ist ja scheißegal. So, ist der Werfer jetzt noch... Ja, ist er wieder da. Okay. Timing, oh, das war kein Timing. Das schaffen wir schon wieder nicht. Nein, eigentlich wollte ich... Hat's ja vollgebracht. Hat's ja vollgebracht, was ich hier tue. Hallo. Link, könntest du es unterlassen, bitte? Stirb! Dein Bruder war schneller zu töten, okay. Das schaffe ich niemals. Ich war jetzt so mega konzentriert, aber es ist undankbar. So, hallo, ich möchte gerne... Warum kann ich den Schildzauber nicht ausführen? Jetzt. Okay. Wir können ihn hier leider mit dem Strahlenbeam nicht verletzen. So, jetzt. Oh, der Arsch. Ich bin gerade voll konzentriert, ich kann nicht sprechen. Ich weiß nicht, wie man den schaffen soll, Mann. Oh. Habe ich gerade 200 Punkte gekriegt? Ich habe gerade 200 Punkte gekriegt. Ja, bitte. Ah, oh, wir haben stärkere Attacke gekriegt. Aber wir sind ja dann auch direkt wieder tot und ich muss schon wieder zu diesem Tempel hier hinlatschen. Ich krieg's kalte Kotzen. Danke. So, okay. Jetzt darf mich nichts mehr treffen bis oben hin. Wir haben jetzt die Kerze bekommen, die rote Kerze. Ich bin so stolz. Also, wehe, wehe. Dann tschüss jetzt. Oh, komm schon, komm. Hüpf, hüpf. Ja, ja, du darfst ruhig. Okay, Schild. Schild. Warum kann ich jetzt wieder den Schildzauber nicht aussprechen? Okay, anscheinend muss der erst irgendwie... So. Jetzt müssen wir richtig, richtig, richtig vorsichtig sein. Oh nee, das passt mir jetzt hier nicht. Ich laufe jetzt weg. Ich weine. Wenn mich jetzt eins von diesen Scheißdingern hier trifft, fange ich echt an zu weinen. Aber ja, also dieses Spiel ist einfach nur schwer. Einfach nur schwer. Und... Ich meine, es ist ja nochmal ein Unterschied zwischen schwer und unfair. Und da gibt es ja noch schwunfair. Nein, 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 nein. Okay, also diese Dinger da... Die... Oh Gott, schaut mein Leben an. Aber die Rettung naht. Komm her, hallo? Ist das jetzt... Will die mich verarschen? Ich brauch dich. Warum kann ich die nicht nehmen?
Es geht mir besser. Es geht mir besser. So. Ich habe Angst. Okay, ich wusste es. Oh Mann. Wie soll denn das sinnvoll machbar sein? Und jetzt piepsen wir schon wieder. Und jetzt sind wir kurz vorm Boss, ne? Also nur... Oh, ne, jetzt noch so einer. Na, den kriegen wir von hier unten ganz gut. Okay. Noch einer. Ja, komm, Schritt näher. Na, so kommen wir nicht weiter. Okay. Nee, ne? Also die lassen einen auch hier... Nichts... Hier gibt's nichts geschenkt in dem Spiel. Das war's. Game over. Heul. Das passiert öfter. Okay. Wir starten ja immer wieder ganz brav hier, aber dann nutze ich die Gelegenheit einfach mal, um hier unten noch was zu holen. Was wir bisher noch nicht hatten. So, wir sind, wie ihr seht, ein Ticken stärker geworden, weil wir one-hitten die jetzt. Vorher haben wir zwei Schläge für die gebraucht. Das hilft der Level up. Und, ich bin jetzt dankbar für jeden Punkt, den wir hier kriegen. So. Also diese Ritter überfordern mich. Ich weiß auch nicht, ob man da irgendwie vielleicht mehr Abstand halten soll, aber dann kriegt man ja auch nicht wirklich, So, eigentlich möchte ich hier raus. Darf ich? So. Gehen wir halt erstmal hier rein. Hier ist es jetzt übrigens hell drin, weil wir die Kerze haben. Die haben wir nämlich behalten, wenn wir Continue machen. Das ist immer ganz gut. Und dadurch seht ihr, dass die Höhle nochmal ganz anders aussieht. Okay, wir bleiben einfach so sitzen. Ach, das war mit ein Schritt zu nah am Loch. Ah, man muss sich ducken. Ach, doof, dumm. Oh, Power-Säckchen. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie ein Level up. Ha! So, wir haben jetzt eine magische Potion bekommen, mit der wir unsere Magieleiste etwas erhöht haben. Und das ist nämlich auch ganz, ganz hübsch. So, und jetzt können wir wieder zurück zum Dungeon laufen. Ah, komm schon, ey. Das ist nicht wahr. Also ich weiß nicht, ob man da nach einer Weile, wenn man das Spiel öfter spielt, eine bessere Routine entwickelt, was die Gegner angeht. Ich muss halt schon wirklich sagen, dass die, dass diese Ritter da schon sehr grenzwertig sind. So, ihr seht hier, jetzt haben wir wieder das beste Beispiel dafür, dass wir eine Kerze dabei haben, die unglaublich alles erhält. Ja, gut, nützt jetzt nicht viel. Hätte höchstens den Zauber aussprechen können vorher. So. Aber wir haben ja jetzt alles, was wir brauchen. Und müssten jetzt eigentlich nur noch... Gut, die Gegner respawnen natürlich beim Continue, soweit ich mich da erinnere. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich nochmal die ganzen Kackgegner machen. Aber die Fee wird wieder da sein, das ist gut. Jetzt am Über... Ah, mit zwei Life kriege ich die nicht. Also irgendwie muss ich eine bessere Taktik für diese Ritter entwickeln. Ich weiß halt nicht, ob es da ein Patentrezept gibt, weil man sieht halt wirklich kaum, wann und wo die zuschlagen werden. Und man erkennt halt auch nicht, wann die ihr Schild nach unten machen und... Das ist dann schon schwierig. So. Dungeon Nummer 1. Führt schon zu derartigen Schwierigkeiten. Unfassbar. Ich meine, gut, wir haben ja nochmal die Chance und das Glück, dass man sagen kann, ich gehe jetzt halt leveln. Nicht wie es jetzt wäre, wenn es ein Adventure wäre, dass wir halt sagen müssten, okay, wir müssen damit klarkommen, wie es ist. Und wir können jetzt halt leveln gehen und sagen, okay,
Es dauert zwar ewig, aber wir haben trotzdem eine Chance, da irgendwann mit extrem gepushten Stats. Ich weiß auch nicht, warum ich die nicht kriege. Hallo, Fee. Eben ging das. Jetzt. So, dann probieren wir jetzt nochmal unser Glück. Ich meine, ich hätte jetzt auch mal eine Idee, was diesen Ritter anbelangt. Moment. Läuft er jetzt unter mir drunter durch? Nein. Schade. Ich dachte, er läuft jetzt unter mir drunter durch. Und ich könne ihn dadurch umgehen. Aber dem ist nicht so. Okay. Nicht. Das gibt es einfach nicht. Diese Viecher sind so mies. Okay, man sieht halt, dass er oben zuschlagen wird. Ah, jetzt hätte ich aufpassen müssen, okay. Gibt doch schon wieder keinen. Ah, die Fee könnte wieder da sein. Moment. Also das sind meine... Nein, sie ist nicht da. Boah, ist das zum Kotzen, oder? Die Gegner respawn ist er ja nicht im Prinzip. Das schaffe ich nicht. Ich komme ja nicht mal mehr bis zum Endgegner hinten hin. Ach, ist das traurig. Naja, müßig ernährt sich das Eichhörnchen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Man sollte niemals aufgeben. Und hier die Kumpf das Stück näher, danke. Okay. Ach ja, ich kann ja Schildzauber sprechen. Hallo? Hätte ich vielleicht mal machen sollen. Okay. Schildzauber, ist der schon wieder weg? Okay. Ah, Level Up! Magie, ja, scheiße. Kann ich jetzt eigentlich gar nicht gebrauchen. Ich hätte halt lieber... So, ich muss immer erst da reingehen. So, jetzt geht's zum Ende, Gegner. Oh, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Das ist nicht den hier... Also, das können die nicht ernst meinen. Wirklich, jetzt mal ganz im Ernst. Das können die nicht ernst meinen. Wer hat das programmiert? Boah, dem schicke ich einen bösen Brief, ey. Alter Schwede. Das kann er nicht ernst meinen. Okay, jetzt immer drauf. Schwert kommt von unten. Schwert unten. Schwert oben. Schwert oben. Schwert unten. Schwert oben. Schwert unten. Jetzt werde ich immer nur auf dieses Schwert achten. Aha. Schwert unten. Schwert unten. Schwert immer noch unten. Ah, jetzt hat er wieder auf oben umgestellt. Oben, unten, rechts, wechseln. Was jetzt? Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich breche dieses Let's Play ab. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss. Das ist ja wirklich Fail pur. Ich mache jetzt hier erstmal Schluss und wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder mit vielen, vielen, vielen Tränen. Und, es wird Horror, es wird ein langes Spiel werden. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich das spiele und habt ein bisschen Nachsicht mit mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.